jetzt wird ganz weird. Was ist das denn? Hey Mann, Leute, bitte. Also die ist auf jeden Fall echt hot, muss ich sagen. Was ist das? Big Mac, ich werd schwul, komm. So, ich bin ja schon des Längeren alleinstehend, Single in dem Falle. Da fragt man sich natürlich, hat Revi überhaupt Ansprüche? Hat Revi überhaupt eine genaue Vorstellung, wie eventuell seine Freundin aussehen soll? Und weiß der überhaupt, wo das Ganze hingeht? Und ich kann euch beruhigen, meine Freunde, genau jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich herausfinden werde, wie meine Traumfrau aussieht. Denn wir werden uns heute auf Ehrenbruderbasis in Minecraft damit auseinandersetzen, wie vielleicht meine zukünftige Freundin aussehen könnte. Denn beim heutigen Community-Event habt ihr als Community, die ja wirklich dafür bekannt ist, im höchsten Sinne Ästhetik, Romantik und auch wirklich Menschenkenntnis hervorzubringen, habt ihr heute die Möglichkeit, meine Traumfrau in Minecraft zu bauen. Ich verliebt. Bin absolut nicht gespannt auf die Ergebnisse, habe überhaupt keinen Bock darauf und freue mich wirklich nicht, das Ganze mir in 24 Stunden dann irgendwann anzuschauen. Ihr könnt wieder gerne euch whitelisten lassen und dürft heute tatsächlich in Minecraft meine Traumfrau bauen. Wie ist es eigentlich so weit gekommen, dass ich wirklich auf so einen Müll-Content umgestiegen bin? Ich glaube, wisst ihr, irgendwann hat man seinen Peak gehabt und dann sollte man auch einfach aufhören. Hat unter anderem auch den Grund, warum ich nur einmal die Woche gerade streame. Moin Meister. Diesen Schluss zu ziehen, herrlich. What the fuck, Bro? Ja, what the fuck? Willst du, dass ich einen Twitch-Ban kassiere? Okay, man sieht keine Intimitäten, Alter. Nee. Also man sieht hier wirklich gar nichts. Ich möchte hier nochmal betonen, liebes Twitch-Team, man sieht nichts, okay? Man sieht gar nichts, hier ist nichts. Ich sehe gar nichts. Ich möchte, dass diese Frau von euch angezogen wird. Jede Frau, die nackt ist, weggebannt, Digga. Yorkshire hat das Ganze hier gebaut, netterweise, ne? Wenn ich jetzt hier meine Traumfrau entwerfen würde, würde ich natürlich erstmal anfangen mit den blauen-braunen Augen. Blauen-braunen Augen wahrscheinlich, genau die. So, ja, und da haben wir sie schon, meine Traumfrau, meine Freunde. Ich finde sie absolut heiß. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Endergebnis gefallen hat. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Auf Wiedersehen. Tschüss. Also so sehe ich meine Frau, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich würde sogar sagen, Digga, ich hätte sogar nichts, wenn sie so einen kleinen Schnörres hat, Alter. Würde ich vollkommen mit parat kommen. Die Stirn kann auch ein bisschen höher eigentlich, oder? Ja, mach ich. Die Stirn, schon. Warte, die Stirn kann ja wirklich mal, die kann ja stabilerweise auch bis hier gehen eigentlich, ne? Ja. Das sieht ja mal wirklich aus wie einfach... Wie eine nette, hübsche Frau. Ja, weiß ich jetzt nicht, Tobi. So, also, so möchte ich auf jeden Fall meine Traumfrau haben, Leute. Sieht ein bisschen seltsam aus, bin ich ganz ehrlich, aber Leute, alles andere habe ich einfach schon gesehen, deshalb, ich brauche was Neues. Ich brauche einfach was Neues, ne? Magst du eher lockig oder glatt? Milena, du, mir ist es echt scheißegal, Hauptsache die Frau hat Haare. Wobei, ach, mittlerweile, ich nehme wirklich alles, die Frau kann auch keine Haare haben. Soll ich dir meine Traumfrau mal zeigen? Digga, die sieht so fett aus, Junge, sieht echt geil aus. Hey! Musst du gebannt werden oder was? Das ist meine Traumfrau. Und auch schöne Achseln einfach. Kann ich dir Fingernägel machen? Oh, diese Hände sind absolut gruselig hier, ne, Tobi. Ich würde sagen, meine Freunde, wir starten das Event und wir schauen mal, was hier eventuell passiert, wenn 100 Spieler, 97, wenn 100 Spieler hier versuchen, meine Traumfrau in Minecraft zu entwerfen, werden sie natürlich jetzt wieder den Anfang des Ganzen hier reinzimmern und dann euch nochmal alleine lassen mit euren Perversitäten und Vorstellungen. Denkt nur bitte dran, alles, was nackt bleibt, wird gebannt. Du bist ein Arschloch. Wir schauen mal, wie hier begonnen wird. Die meisten stehen hier einfach nur auf ihren Plattformen, sind erstmal komplett verwirrt und wissen gar nicht, wo sie anfangen sollen. Ich weiß gar nicht, wie man eine Frau anfasst. Oh, Digga, die hat aber... Boah, Bruder, dieser Booty, Alter. Ja, ich wollte gerade sagen, der kann schon... Ich werde auf jeden Fall mal 10 Minuten länger auf dem Server bleiben. Tobi, bitte, das ist Minecraft, Alter. Also, die Haarfarbe, Leute, ich sag's mal, wie es ist, die Haarfarbe stimmt schon mal gar nicht, ne? Ich stehe tendenziell auf dunkelhaarige Frauen. Was hier gerade passiert, will ich gar nicht wissen, Alter. Das Gesicht sieht aber auch, guck mal, wenn man von der Seite guckt, echt aus wie ein Affengesicht. Siehst du das? Digga, guck mal, also, Sniper.de, weißt du, du bist bei 100, bei so vielen Leuten, die gerade zuschauen, bist du einer der wenigen, die hier mitspielen darf. Ich stehe nicht auf eine Frau, die komplett aus TNT besteht. Das kann ich dir jetzt schon mal sagen. Und du kannst das TNT auch nicht zünden, weil es wird nicht explodieren. Okay? Das sage ich dir an der Stelle einfach mal von vornherein. Der macht einfach weiter, der Hund. Hier haben wir auch was ganz Interessantes. Da hat jemand einfach auf den Kopf geschissen. Hier werden gerade graue Kleidungsstücke angezogen. Okay, no front. Ich glaube, wir haben sie, Tobi. Wir haben eine Traumfrau gefunden. Komm her. Ich hab sie einfach. Bro, das ist die Frau fürs Leben, Alter. Das ist die, die aus dem Berghain, die immer lacht, weil sie Ecstasy nimmt.
Tobi, was haben wir hier? Wollen wir kurz drüber reden? Nee. Ja, Tobi, und hier haben wir eine von zahllosen Influencerinnen aus der Stadt Düsseldorf. Netterweise Don Balvanos Bruder hier ganz groß am Aufwarten. Diese Frau ist wirklich eine der Damen, die ich absolut nicht mit nach Hause nehmen würde. Hier wird erstmal ein Bikini gemacht. Tobi, ich weiß nicht genau, was das Gesicht ist noch ein bisschen schwierig, bin ich ehrlich. Jonathan the King hat einen Bogart-Anzug an, ist selber komplett nackt und hat einen brennenden TNT-Schwanz am Kopf. Okay, I guess. Also, Bro, wenn ich ehrlich bin, bis jetzt gefällt mir noch keine der Frauen hier, Tobi, wa? Wie soll ich denn damit arbeiten? Wie soll ich jemals Glück finden, wenn meine Community mir sowas zuspricht, Alter? Ach du Scheiße, Digga. Oh, die könnte schön werden hier. Ja, das stimmt, das stimmt. Die Stirn ist ein bisschen hoch und das Gesicht ist noch ein bisschen verdellt, aber so an sich nicht schlecht. Ach, Digga, komm. Ey, Chat, ach, bitte. Scheiß drauf, Digga. Ja, scheiß drauf, Digga. Big Mac, ich werd schwul. Komm, scheiß drauf. Tobi, jetzt wird's ganz weird. Holy shit. Du aus ihrem Stück Gesicht Scheiße, kommt Digga. Einfach ein fucking Portal. Digga, was ist das? Fraß, du kleines Stück Scheiße. Holy shit, Mann, was ist mit dieser Frau passiert? Die macht so. Guck mal, sie hier fängt mit krassen Augen an. Schau mal hier. Ja. Das sind Augen, das die sind passen. Und das hier passt nicht, Alter. Ey, sag mal. Karin Ritters Vater, Alter. Ach du Ey, Digga, Leute, bitte. Ganz ehrlich, Mann. Es geht darum, eine Traumfrau zu bauen. Die sehen aus wirklich wie Münchner Katakomben hier, die Frauen, Alter. Warte. Oh, Scheiße, Mann. Oh, Alter. Bro. Kann ich dich vielleicht küssen? Das ist einfach Hide Your Pain Harold da hinten. Also jetzt mal ganz ehrlich, Leute. Sag mal, also wir haben hier auch Grenzen. Bro, wer ist er denn? Wer ist er denn? Mann, Digga, ich will nicht Trevor von GTA heiraten. Die hat Scheiße in der Hand, Digga. Die hat Scheiße in der Hand. Wer hat das gebaut, Digga? Der hat einfach einen Haufen Scheiße in der Hand. Versuch das doch mal. Was ist das? Ey, Leute, bitte, wirklich, macht's anständig, bitte. Mann, Leute, wirklich jetzt. Oh mein Gott, was ist das denn? Ey, Jungs. Die ist hier top, die wird top, die wird top. Ich sag's dir, Alter, die hat Schneckenaugen, Tobi. Ey, Mann, Leute, bitte. Guck, die hat eine Maske auf. Die sieht so scheiße aus. Mit so einer Supreme-Maske. Ja, die sieht aus wie bei ihr Olli in den Videos. Diese Frau. Diese Mädchen. Das ist die von mir, Olli. Das ist die wirklich, Digga. Heute ist ein guter Tag. Wir haben genug abgekackt, Leute. Ich würde sagen, wir machen hier einen ganz kurzen Cut und sehen uns dann morgen Abend in 24 Stunden wieder, wenn es so wieder heißt, wir lösen das Event auf. Vielleicht doch am Samstag oder am Sonntag. Digga, scheiß drauf, Digga. Bis dann, auf Wiedersehen und tschüss. Wir sind weiter fortgeschritten im Com-Event und wir sind bereit, hier direkt mal vorbeizuschauen und gucken mal, meine Freunde, wer hier eventuell meine persönliche Traumfrau gebaut hat. Ich habe hier gestern mal mit der Dame angefangen. Ja, wir haben das Ganze jetzt lang genug laufen lassen. Denk mal, allzu schlimm wird es nicht werden. Ich mag Bäume. Oh, die ist aber hässlich. Die sieht da, nee, die ist nicht hässlich. Die sieht aus. Oh, die hat aber gute hier. Gute Brüste, das Gesicht ist ein bisschen seltsam geworden. Die sieht verblüffend ähnlich jemandem aus. Mit dem roten Badeanzug. Ja, machen wir direkt weiter. Hier haben wir ein Formel-1-Auto. Ein Formel-1-Auto. Von Ferrari. Die Frau hat hier einen McDonald's-Bikini an und ein Portal in sich drin. Und das Auge, Gesicht ist extrem seltsam. Reden wir gar nicht erst drum herum. Hier haben wir eine Frau, die ist wirklich on fire, die Dame, ja. Ihre Augen brennen. Ich nehme an, sie hat wahrscheinlich Syphilis oder sowas gehabt. Hat dann braunen Streifen. Ihre Hand brennt auch. Und schade. Über ihren Rock am Hintern wollen wir gar nicht reden. Oh, die nächste ist sehr Frau, krank. Holy die shit. Ist heftig geworden, Alter. Ich wünschte, ich könnte noch bauen. Ich habe die ganze letzte Nacht umgebaut, aber ich muss jetzt zum Training. Habe einen schönen Tag. Das hat gemacht. Maya Chim, okay, nice. Mit einem Mikrofon in der Hand scheinbar, oder? Was ist das? Das ist doch so eine Kugel. Army Stream Dynamite. Das ist doch ein Mikrofon, oder? Also die ist auf jeden Fall echt hot, muss ich sagen. Aber die hat Tattoos. Digga, die hat Tattoos. Guck mal, von hinten. Bro. Der Rock ist, ja.
Der ist wohl nicht ganz fertig geworden, das passt aber soweit, das ist schon in Ordnung. Aber sei ehrlich, ist dein Type. Abgesehen vom Hinterkopf muss ich ganz ehrlich sagen, schon. Von vorne muss ich ehrlich sagen, sexy AF, auch hier mit den Overknees so. Da drippt nicht nur die Hose, sage ich an der Stelle mal. Ja, dann haben wir hier noch einen Esel von Omelina. Dankeschön dafür. Sehr interessantes Face auf jeden Fall. Schönes Outfit hier mit einem Rock. Die nächste hat ein Schwert im Kopf stecken. Ich weiß nicht genau, was das hier an der Stelle soll. Das sind Spinnen in den Haaren, weiß ich auch nicht. Ja, dann haben wir hier Ulrike, die auf dem polnischen Straßenstrich momentan wohl zu Hause ist. Hier einen schönen Rock, da können wir nicht drunter gucken. Ist auch besser so. Ja, schöne Ohrringe hat sie. Topfrau. Der Hals ist ein bisschen lang. Sieht aus, als wäre es die Schwester von InScope. Ja, ja, also ehrlich. Also der Mund, sag ich mal, ein bisschen... Da hat sie so viel Mühe gegeben. Rip-Jeans, alles. Rip-Jeans, Alter, und dann beim Mund wirklich reingeschissen einfach, ne? Hier haben wir eine Frau, die im Bobbycar drippt. Die hat scheinbar keine Beine. Oh, ne, hier sind ihre Beine. Achso, man sieht ihre... okay. Ja, die Beine sind ein bisschen verkümmert, sag ich mal. Was ist das für Dinge? Die enden einfach so. Interessant auf jeden Fall ist, glaube ich, einfach ein Mann. Ist einfach ein Mann in einem Bobbycar mit Fingernägeln. Ja. Das hier ist absolut weird, Digga. Ich weiß nicht, ob das überhaupt ein Mensch ist hier. Sieht aus Gamer wie ein Gamer-Girl Furry. Die Strümpfe stehen auf jeden Fall wie eine 1. Ronald McDonald Schuhe hat sie auch an. 2 von 10 bin ich auch raus, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, die nächste ist auch. Hat was. Ja. Die jongliert mit Augen und hat ein durchsichtiges Oberteil. Weiße Haare, aber interessanter Ansatz. 10 von 10 auf jeden Fall. Die nächste auch 10 aus 10. Die nächste ist auch 10 aus 10. Das Gesicht ist super geworden, wirklich. Also die Nase, da würde ich gerne mal reinbeißen, du. Unangenehm sexy. Oh, die nächsten werden wild. Die ist crazy, Alter. Die ist wirklich gut gemacht. Das ist auf Gothic Girl. Nicht ganz meins, Tobi, ne? Aber. Das Gesicht sieht ein bisschen. Bisschen kindlich noch aus, ja, ne? Ja, ja, immer ein bisschen Make-up drauf machen können. Aber hier so. Und die nächste drippt. Gute Form auf jeden Fall. Oh, Digga, die ist mit Off-White am Start, Digga. Off-White-Gürtel auch. Off-White-Mundschutz, Off-White-Shirt, Off-White-Handtasche. Die ist auf jeden Fall geistkrank am Trippen. Tobi, Real Talk, ich glaube, ist einfach deine Schwester. Deine Schwester trägt doch voll viel Off-White eigentlich, ne? Ja, hier einmal Tobi Schwester gebaut worden. Auch nicht mein Fall. Geile. Tobi, das ist deine Schwester. What the fuck, Bro? Krank gut gebaut, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Frau hier auf jeden Fall, wie heißt es hier nochmal, auch so ein Anime-Kostüm mäßig. Ja, die Kleidung ist nicht ganz so mein Type, aber auf jeden Fall sehr, sehr nice gebaut. Das Gesicht ist ein bisschen hungriger Harald, würde ich sagen, aber ansonsten nicht verkehrt. Grüne Augen, interessant. Hier fliegen auch Kometen um die rum. Sternschnuppe, Uwu, okay, ja. Ja, das Gesicht ist wohl bei vielen Leuten ein Problem gewesen, ne? Da ist es wieder. Young Alpha auf entspannt, jo. Ja, da bin ich raus, da bin ich raus. Die ist auf keinen Fall 18, Alter. Ja, hier nochmal eine Katja Gummipuppe, gebaut von Crazy Tonner. Okay, nice. Hier nochmal Peppa the Pig, Alter. Mit einem ganz wilden Gesichtsunfall, Alter. Dann hier, verliebt. Weiß ich jetzt nicht. Die hat einfach einen Haufen Scheiße auf dem Kopf, Bro. Und eine Klobürste. Und eine Scheiße dran. Gehen wir lieber zur nächsten. Ah, perfekt. Das ist einfach. Das ist einfach goofy, einfach, Digga, mit offenem Gehirn. Hier haben wir eine Frau, die cool. Trinkt ein Bier und die hat Akani. Guck mal. Oh! Akani hält sich an der Fest. Die richtige Bayerin. Die ist ein richtiger Oktoberfest, Willi. Ja, die wird so wegschallern, oder? Ah, ich sag mal so. Mit ein paar Promille. Oh, Scheiße. Der Eimer Kopf abrasiert, Digga. Sehr Lord Pusteblume leuchte ich einfach, Digga. Unangenehm. War der nicht mal gut? Oh! Bad Girl auf Bane angelehnt. Catwoman, nicht Bad Girl. Lull steht hier auf dem Gürtel drauf. Von innen drinne ist sie geil und hohl. Sie hat auf jeden Fall so einen Bane-Gürtel an oder so einen Mundschutz. Ich weiß nicht genau. Corona-konform ist sie. Eine 9 von 10 ist. Die schießt hier irgendwas aus ihrem Arm, oder? Ja, Katzenohren. Ja, safe schießt sie Katzen. Hier ist eine hilflose Frau, die ihren Sohn sucht im Supermarkt. Ja, die nächste Frau, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Was da passiert ist, wollen wir nicht. Genau. Das ist auf jeden Fall ein kompletter Grusel, Gustav hier. Die Frau sieht einfach aus wie eine deutsche Annika. Die sieht wirklich aus wie jedes Mädchen, was auf einem Dorf wohnt mit 2000 Einwohnern. So sieht jede Frau da aus. Sieht so aus, als hätte sie Fingernägel gerade frisch lackiert. Deswegen hält die Hände so. Ja, die Frau hier... Oh, er hat Arm geändert. Ja, nicht schlecht, Bro, nicht schlecht. Was haben wir hier? Das ist schon mal nicht verkehrt. Spaß. Nee. Bau noch Klapotten. Welcher... die auch immer einfach Jody gebaut hat. Danke für nichts an der Stelle. Das ist super lieb von euch, wirklich. F in den Chat an der Stelle. Maximal belastend. Reden wir nicht drüber. Ja, hier haben wir... Ja, da muss ich sagen, ist bis jetzt ganz vorne bei mir. Also die ist auf jeden Fall am Gewinnen bei mir gerade, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, die ist gar nicht so schlecht. Guck mal. Die hat sehr, sehr große Augen und eine kurze Nase. Aber so an sich nicht verkehrt. Die hat auch einen schönen Bauchnabel. Ein richtiges Buddelloch, wo man reinfliegen kann. Gute Arsch auch. Ja, ne, die ist stabil. Der Bratter bleibt stabil, die Frau hier. Ne? Ist nicht schlecht. Die hier ist ein bisschen süß auch. Streckt mir die Zunge raus, okay. Ausrufezeichen Prime. Die Lehrerin sagt euch noch was. Was in der Hand? Ich glaube auch, oder? Was ist das? Ausrufezeichen Prime sagt sie auf jeden Fall. Ja, an der Stelle, meine Freunde,
Ausrufezeichen Prime im Chat. Hier haben wir einmal Gronkh. Ja, 69 auf Meth, Alter. Auf allen Drogen, die es gibt. Die Frau hat, glaube ich, mit einer mit einer Fliege gefickt oder sowas, ich weiß es nicht. Die nächste grinst ganz gruselig, Alter. Das ist diese gruselige Nachbarin oder sowas, die man hat. Das ist Berghain um 7 Uhr morgens, Digga. Die kommt nee, das hier ist Berghain um 7 Uhr morgens. Guck mal hier links. Dahinter die hat eine Kippe in der Hand, drippt mit einer Rolli oder einem Ring. Hat hier auf jeden Fall einen geilen Mundschutz. Nicht schlecht, okay. Ja, weiß ich nicht. Ist nicht ganz meins, muss ich sagen. Was ist das? Da drüber steht wieder Saufen. Oh nein, wer ist das schon wieder gewesen? Wer war das hier schon wieder? Warte mal, ist doch immer Sarah die gleiche. Peer. Sarah Peer nicht schon wieder, oder? Sarah Peer, ich schwöre, du hast ein Alkoholproblem, Mann. Lass es behandeln, Real Talk. Fabian XD, auch nicht schlecht, Bro. Reden wir nicht drüber. Die nächste Frau hat absolut kaputte Klamotten. Mika hat sich hier gar keine Mühe gegeben. Die Frau hier hat einen Haufen Scheiß in der Hand und zeigt mir den Mittelfinger. Absolut geil, Digga. Zehner. Da kommt Jesus. Die ist auch nicht fertig. Ich hab grad die Reihe dahinter angeguckt. Tim hat hier einfach Bedrock drauf. Ja, gut. Ja, reden wir über. Was ist denn das? Holy shit. Oh nein. Oh, scheiße, Mann. Der Boss 187-Boss. Der 187-Boss ist ja gerade da. Ja, das ist ja mein Favorite, Digga, bin ich ehrlich. Wir gehen mal runter hier in der Speiseröhre, mal gucken, wo wir ankommen. Oh, achso, geht direkt durch den Arsch und hier kommt Scheiße raus. Bro, ich bin ehrlich, ich würde keinen Affen ficken. Kreativ dein Urgroßvater. Oh, Junge, ist das gruselig, Alter. Du Scheiße. Ja, hier, Der nächste. Ja. Oh, ein Villager. Ja. Hier haben wir die Frau von. Oh, Knossi. Alles in Ordnung bei dir? Die hat Geld in der Hand. Und eine Waffe. Oh. Ja. Dieser Zauberhut. Die Frau hier auf jeden Fall wirklich komplett nackt und zwei fette JJs am Böfen. Dann haben wir hier Katalot. Ich weiß es nicht, Alter. Interessant. Hier haben wir eine Businessfrau. Oh, auf Anime-Girl angelehnt. Guck mal, Bro. Ich habe einen Ständer. Bro, die ist top. Tobi, der Koffer ist sogar gefüllt. Guck mal, mit Stiften. Lol. Mit einem Buch und einer Flasche. Next Level. Bro, sie ist insane gut, Alter. Digga, die ist wirklich gut, Mann. Katzenohren-Headset. Digga, das Gesicht bei manchen. Pokéball. Das sieht alles so cool aus. Aber Gesicht halt schwierig, ne? Wirklich. Ja. Auch nicht schlecht. Guck mal hier, sie ist auch wild. Die sieht gar nicht geil aus. Oh, doch. Das ist eine Businessfrau. Links daneben einfach nochmal eine, die aus Düsseldorf kommt. Interessant. Rechts daneben nochmal eine. Und die Frau hier. Ach ja, ist auch nicht verkehrt. Ne? Ja. Ein bisschen polieren wir, glaube ich, die Gesichter nochmal drüber. Wir lassen unser Bounty nochmal Gesichter tunen vielleicht. Die Frau hat einen Zauberhut auf und hat Crystal geraucht. Ach du Scheiße, Digga. What the fuck, Bro? Also, die hat keine Beine mehr. Oh ja. Die ist jetzt im Rollstuhl. Aber geil gemacht. Ist geil gemacht auf jeden Fall hier mit dem Streifen. Ich wollte sagen, die beiden Namen nicht, Tobi, halt deine Fresse. Das finde ich actually insane. Das finde ich ein cooles Konzept, Mann. Das finde ich sehr, sehr kreativ, Digga. Das ist wirklich Finde ich wirklich sehr, sehr krass. Das finde ich heftig, Digga. 10 von 10, wirklich. Die hat Raketenantrieb hinten. Boah, Bruder, Digga. Vive stinkt, sagt die Frau hier. Und was haben wir hier? Die hat einen Itemshop noch aufgebaut. Okay, interessant. Sieht aus wie eine deutsche Ulrike. Ja, machen wir weiter mit... Was ist das? Tobi, ich weiß nicht, wo ich hingucken soll. Das ist so ein. Ah, der hat eine Handpuppe! Das ist eine Handpuppe! Das ist so ein Clown im Hintergrund. Ich kann nicht mehr reden, Digga. Ach du Scheiße, Mann. Der hat eine Handpuppe. Ach, Digga. Ey, ich krieg Kopfschmerzen davon, wa? Oh. Die nächste ist hübsch. Die ist wild. Hier auf jeden Fall nochmal Hautfarbe gechanged. Auch sehr nice. Geiles Konzept. Gefällt mir. Hier nochmal 6ix9ine. It's okay to be. Ja, okay, das stimmt. Stimmen wir zu. Auf Slytherin angelehnt. 6ix9ine. dahinter die grüne Frau. Nicht die grüne. Leicht angegammelt auf Alge. Oh, Digga, ist einfach ein Mann. Der hat einfach einen Mann gebaut. Aber stabile Ass für einen Mann, wirklich. Ja, echt eher gute Posi. Oh, mit Arcani. Oh shit. Die ist gut. Die ist wild. Die hat sogar ein einigermaßen hübsches Gesicht. Im Gegensatz zu der rechts daneben auf jeden Fall. Nice one. Ja, die rechts daneben ist ein bisschen... Einfach absolut misshandelt, Digga. Die ehrlich. Frau hier... Die hat einfach einen Pimmel in der Hand, einen kleinen. Nee, das ist ein Schwert, glaube ich. Bro, nee, Digga. Rey aus Star Wars, Alter. Das ist wild. Oh Rey mein Gott, Digga. Aber die böft sich fett rein, Digga. Auch sehr, sehr crazy. Mhm. Sie hier auf jeden Fall am Insta-Shooten. Ja, Digga, also ich glaube, ganz ehrlich, Leute, es ist schwierig. Ich tendiere mich zur Frau mit dem Rollschuh, weil ich es am kreativsten finde. Ja, ich wollte sagen, Digga. Ist sehr, sehr wild. Persönliche Präferenz bei mir. Ja, nehme ich hier die braunhaarige vielleicht, ne? Oder halt hier Jo-Ollis Freundin. Nee, Digga, ich glaube,
und wir nehmen das Anime-Girl oder die hier vorne, Digga. Reihe. Die erste Reihe mit der Rose in der Hand, ne? Ja, ja, genau. Die ist wild, Digga. Die ist sehr, sehr wild, Alter. Oder die von Star Wars. Damn. Schreibt auf jeden Fall eure persönliche Top 3 in die Kommentare. Ich kann mich nicht entscheiden. Also nehmt einfach alle Frauen, Leute, besonders den Detlef hier. Das war's von diesem wunderbaren Video. Wenn ihr Bock auf mehr habt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Beim nächsten Mal gestalten wir alle Trimax um. Küsschen aus Nüsschen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Bis dann. Peace.